Ein vorletztes Mal dürfen wir euch die Rankings der Coaches der Volleyball-Bundesliga präsentieren und heute mit für vielen vielleicht schon das Highlight. Eins haben wir uns noch aufgehoben, nämlich die Außenangreifer. Aber heute gehen wir zu der Festgeldanlage eines jeden Teams, zu den Diagonalen. Großen Kloppern. Lass die große Klopper nennen. Das ist meine, ich freue mich mehr auf Außen. Das ist meine zweite Lieblingskategorie, ehrlich gesagt. Es sind ja auch heute nur 5 Kandidaten. Am Ende gibt es nochmal 10. Von daher nächste Woche unbedingt nochmal einschalten. Aber jetzt fokussieren wir uns mal auf die Männer, die mal die wichtigsten waren vielleicht und das meiste Geld verdient haben. Es shiftet langsam so ein bisschen Richtung Außenangreifer. Ja, zu Recht auch. Ja. Weil das einfach eine noch komplexere Rolle ist. Aber ein guter Diagonaler hilft schon auch immer auf dem Feld. Und da gucken wir uns jetzt mal den ersten an. Ja, da fällt mir auch meistens auch nichts mehr zu sagen. Ilic hat heute richtig Probleme mit seinem Anwurf. Mit der Stunde. Schön durchgelaufen. Den kannst du aber auch nur sehen, wenn er nicht im Profil steht. Weil von vorne geht, von der Seite schwierig. Ja, der Mann ist wirklich sehr skinny. Und leider, die News gab es jetzt ja auch schon, haben wir ihn nur einmal gesehen und werden ihn zumindest erstmal auch länger nicht mehr sehen. Oder zumindest für ein Jahr. Dimitrios Mouchlias, der zweite Diagonale, so oder anderthalb die Diagonale, nennen wir es mal so. Who knows? Aus Düren gefühlt waren sich die Powervolleys nicht so richtig einig, ob sie sich schon trauen, ihm wirklich da den Lenker zu überlassen. Ja. Weil Sebastian Gewert dann doch auch vor allen Dingen in den Playoffs, in den Key-Spielen wieder gespielt hat. Der Sack hat ja auch noch dann immer mal wieder gut gespielt, ne? Deswegen war es wahrscheinlich schwierig. Ja, Würde mich echt interessieren, wie der Plan war vor der Saison. Das stimmt. Mir eigentlich sicher, dass Mouchlias zumindest die Chance bekommt, vielleicht die Zukunft in Düren zu werden, aber man hat jetzt nur gehört, er wird weggehen, man weiß noch nicht wohin. Vielleicht hat er sich auch einfach selber dagegen entschieden und möchte gerne ins Ausland. Von daher werden wir den jungen Griechen, der wirklich wahnsinnig viel Potenzial hat, das sieht man, nächste Saison nicht mehr sehen. Ein bisschen spannend, dass er auf Platz 5 ist. Ich will jetzt nicht leaken, weil es wird ja noch spannend, wer auf der 4 und auf der 3 ist. Diskutieren wir in ein paar Minuten nochmal drüber. Das machen wir so, aber es ist vielleicht ein kleines bisschen schmeichelhaft, weil ich fand ihn schon auch noch sehr roh. Also klar, das ist ein geiler Athlet, der fliegt richtig, der steht in der Luft. Ich hätte ihn nicht in meinen Top 5 gehabt. Verstehe ich. Ja, okay. Gut. Aber glaubst du daran, dass da mal einer draus wird oder siehst du auch so ein bisschen? Ich sehe schon eine Downside, weil er ein bisschen instabil ist und sowas alles und auch so eine Körperstruktur meistens nicht dafür gemacht ist, dass man über Jahre hinweg mit dem Volumen diagonal spielen kann. Also es ist nicht so, dafür ist er noch nicht gebaut. Wenn dann das Volumen dazukommt, wird er vielleicht physisch nicht mehr so sein. Schwierig. Also ich tue mich schwer. Ich hätte ihn gerne noch ein paar Jahre beobachtet. So wird man ihn wieder aus den Augen verlieren und dann ist er jetzt Platz 5. Auch aufgrund dessen, dass er halt ein paar gute Spiele gegen untere Teams gemacht hat und die Coaches ihn dann als sehr präsent wahrgenommen haben. Also Ivanov hat gerade ein bisschen Probleme. Finde ich okay, dass er drin bleibt, der Kontakt von Maja Ula. Und das ist ein geiler Schlag. Heftig, kannst du nicht besser spielen. Auf der 4, 2 Plätze geklettert. Das junge Talent, so ein bisschen ähnlich wie sein Teamkollege Erik Bogriff, sein Figaro. Ich meine, da hat Herrsching ja auch ganz klar mit der Marschroute die Jugendnationalspieler zu sich zu holen. Und gerade auch in diesem Kombipaket hat Philipp, zumindest jetzt hier rein von dem Ranking her, einen ähnlichen Schritt gemacht wie Erik. Ist inzwischen jetzt angekommen, viertbester Diagonale der Liga mit 22 Jahren, das liest sich sehr, sehr gut. Das ist stark. Und die erste gute Nachricht muss man euch direkt mal sagen, ich meine, sein Körper hat gut gehalten. Ja. Das ist ja bei dem Nachnamen John erstmal Sorge Nummer 1. Richtig. Und dann hat man auch gesehen, was der Mann kann. Also der trifft die Zonen, die man treffen muss als Diagonaler ganz gut, hat trotz einer komischen Schlagtechnik, ausreichend Punch, um auch irgendwie so High Hands zu gehen und da zu punkten. Aufschlag hatte Outstanding-Spiele gehabt die Saison, also ich verstehe, warum die Coaches den dahin wählen. Ich bin auch bei ihm ultra gespannt, wie die nächsten Jahre sich entwickeln. Wenn der noch ein bisschen stabiler wird, noch ein bisschen mehr in der Persönlichkeit reift oder so, dann ist da noch ein bisschen Upside da. Ja, weil ich finde auch, also seine Angriffsquote drückt eigentlich ziemlich genau das aus, was er aktuell liefert. Er hat Spiele, wenn du jetzt so einen Graphen zeichnest, da ist er natürlich auch deutlich drüber und liefert mal genau das ab von dem Diagonalen, was du willst in so einem Key-Spiel, 60%, liefert konstant, macht kaum Fehler. Aber die Konstanz, klar mit 22 Jahren, wo soll sie herkommen? Richtig. Das ist halt so. Ist noch nicht so richtig da, auch in Crunch-Time-Situationen. Es gab mal so ein Originalzitat von einem gewissen Herr Kotschern, denn ich wusste, dass ein Mikrofon gerade drauf war, der sagte, der John, der scheißt sich gleich eh wieder ein. Also das Gefühl habe ich nicht, weil er hat schon abgeliefert in wichtigen Spielen, dann auch in der Crunch-Time. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du immer sagst, ey komm, 24 beide, gib das Ding zu Philipp, der macht das schon. Nö, aber in dem Alter okay und das wird sich entwickeln. Ich wünsche ihm, dass er so ein bisschen Ruhe in die Karriere kriegt, da Freude dran hat, auf hohem Niveau irgendwie zu Wettkampf zu haben, gut zu trainieren, seinen Körper weiter im Griff zu halten und dann wird er sich ja über Jahre als ein relevanter Diagonaler festsetzen. Ja, und man muss ja auch mal sagen, ich meine klar, ein paar Spiele im Ausland, aber das kann man jetzt schon mal spoilern, weil ich glaube, den Rest könnt ihr euch auch denken. Der beste Deutsche hier in dem Ranking in der Volleyball-Bundesliga. Ist so. Wundert mich jetzt nicht, weil es auch nicht so viele Deutsche auf dieser Key-Position gibt. Es gibt wirklich nicht viele gute Diagonale in der Bundesliga. Ja, fairer Punkt. Ja. Okay. Kommen wir zur Top 3. Ihr dürft natürlich auch gerne reinschreiben, wer eure Fantasy-Jungs sind. Wen habt ihr denn in dem Spiel dabei, genau. Ja.
Mit 100%. Was geht jetzt hier die ganze 100%. Zeit? 100%. Vorweg, die drei, die wusste, also die drei, die jetzt kommen, ja, die hatte sorry. Die auf dem Zettel. Musste aber haben. In welcher Reihenfolge? Boah. Ey, und ich will direkt ein Statement von dir haben, weil Mitch AI, wir werden jetzt euch natürlich auch die Statistiken einblenden. Der Mann spielt zumindest oder hat eine bessere Saison gespielt als sein Platz. Weil wenn wir jetzt zu den Plätzen 2 und 1 gleich kommen, gibt es einen sehr, sehr guten Case statistisch sowieso, dass der Mann einfach besser war. Ja. Er ist der beste Blocker in diesem Ranking, er ist der beste Aufschläger in diesem Ranking, er hat sogar die beste Angriffsquote in diesem Ranking. Ich finde auch sogar im Vergleich zu den anderen beiden Kandidaten wehrt er besser ab. Also stimmt. Er gibt dir im Whole Package, hat er dir diese Saison deutlich mehr gegeben. Mitch Ayi ist eingeschlagen wie eine absolute Bombe in Hildesheim, in Gießen. Sie lieben ihn auch da. Ich hoffe inständig, dass sie ihn irgendwie halten können. Er ist ein unfassbar geiler Typ, eine geile Mentalität auf dem Court, bricht auch selten weg und hat wirklich ein Durchschnittsniveau vor allen Dingen auch gezeigt, was einfach richtig, richtig gut ist. Ja, ja. Und als Mensch hat er ja auch gut in die Truppe gepasst. Also das als Legionär einfach dazuzukommen und da so ein Glue-Guy zu sein, auch irgendwie so, irgendwie Aggressive Leader, dann aber auch irgendwie entspannt mal wieder und so, das war beeindruckend. Ich verstehe aufgrund der Legacy der beiden nun zu nennenden Spieler, warum er auf die drei kommt, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, das war dieses Jahr der beste Diagonale. Drei Coaches haben sich getraut zu sagen, Mitch Ayi ist für mich die Eins. Finde ich auch ehrlich gesagt nach der Saison, und er ist ja auch erst 25, also sieht vielleicht ein bisschen älter aus. Sieht älter aus, ja. Aber ist ja, kommt gerade erst in sein bestes Alter. Von daher, die Gefahr, dass ihn irgendwer wegkauft aus dem Ausland, ist definitiv gegeben. Mhm. Wir drücken die Daumen, dass da vielleicht das Geldpaket nochmal aufgehen kann. Hauptsache er geht ihn nach Frankreich. 5 Primes fordere ich, komm, 5 Primes. Oh Gott, funktioniert doch nie. Doch, funktioniert. Boah, jetzt ist er wieder zurück. Macht Till aber auch gut. Haben wir den gerade tot? Jetzt setzt ihn aus guten Situationen wieder, ein. Ja, er setzt ihn aus sehr guten Situationen ein. Guck mal, dann hüpfen die ein bisschen hinterher, wie weit drüber der ist. Ja, und jetzt haben wir doch die handfeste Überraschung, weil der Platz 1 aus dem letzten Jahr, Marek Schottola, ist tatsächlich einen Platz gesunken. Und dementsprechend werden wir auch gleich über deinen Supi auf der 1 reden. Aber lass uns über Marek auf der 2 reden und über die Gründe, warum einige Coaches, es war unfassbar knapp, kann ich jetzt schon mal sagen. Es gab einen Coach mehr, der Supi auf die 1 gepackt hat als Marek. Warum ein, zwei Coaches gesagt haben, ey, weißt du was, ich finde dieses Jahr Supi einfach besser. Also erstmal hat er nicht diese Alleinstellungsmerkmale dann irgendwie gehabt. So dieses, ich spiele die ganze Saison über hohe Percentages. Und dann muss man auch dazu sagen, dass Berlin auch öfter mal Malescha hat gegen die schwächeren Teams spielen lassen, dadurch dieses Bewusstsein der Coaches nicht so da ist, wie gut Marek ist. Ist auch schwierig, er wurde wahrscheinlich von allen Trainern so ein bisschen mit der letzten Saison verglichen und da war er halt auffälliger. So, gerade in Aufschlägen und im Blocken war er auffälliger. Er hat überall einen Schritt nach hinten gemacht. Genau. Also vor allem auch statistisch. Ich meine, man muss drüber sprechen. Klar, fairer Punkt. Er hat meistens nur gegen die guten Teams gespielt. Ja. Da gehen die Quoten runter. Checkt auch mal gerne in Italien die Quoten von den besten Diagonalen oder Außenangreifern ab. Die sind auch nicht alle sky high über 60%, weil die Gegner im Durchschnitt einfach verdammt gut sind. Das ist auch bei Marek ein bisschen der Faktor. Aber da stehen 44,9%. Und das ist als Diagonaler mit seinen Möglichkeiten zu wenig. Vor allen Dingen seine Hinterfeldquote. Richtig, richtig Probleme, die ganze Saison gab. Und es gab ja Leute, die letztes Jahr in dem Ranking schon gesagt haben, weißt du was, Ben Patch, den vermisse ich gar nicht. Und um es auch nochmal zu sagen, appreciate greatness, Ben Patch weit über 60% über die ganze Saison, 70% aus dem Hinterfeld. Der Typ war krank im Angriff und da hat Marek diese Saison gestruggelt, aber man muss die Leistung zeigen, wenn es drauf ankommt. In der Champions League war er da, vielleicht nicht immer, weil auch einfach teilweise er unterlegen war gegen ein, zwei Teams. Und in den Playoffs liefert er gerade auch wieder ab. Die Halbfinalserie, jetzt gerade die letzten beiden Spiele, die waren ja wirklich herausragend. Da war er der beste Spieler auf dem Feld. Und wenn er die Finalserie jetzt dann auch so spielt, dann ist es auch egal, dass er in der Hauptrunde... Also gefühlt entscheidet sich das Ranking jetzt in den Playoffs, in den Finalspielen, wer der beste Diagonale der Saison ist. Ja, und Hauptrunde, da hat Marek für mich aktuell definitiv die Nase vorne. Also er ist ja auch erst 24, muss man nochmal erwähnen. Der 2,8 Meter lange Tscheche, da wird noch was kommen. Die Frage, die dann auch so seine Greatness bestimmen wird, ist, ob er seinen Schlagarm nochmal ein bisschen halt kontrolliert bekommt. Weil man sieht es immer bei ihm, er hat immer oft gerne Backspin auf seinen Schlägen, also kriegt selten sauber die Hand drauf. Dadurch hat er auch immer wieder, Marek Jitola war ja zwischenzeitlich auch mal sein Spitzname. Zu Recht. Dass er die Dinger dann halt wieder immer Richtung Tablet von der Bildzeitung dann da knallt. So, wenn er das schafft, da auch die Fehler abzustellen. Ich meine, Ben Patch hat auch immer seine Fehler und seine Nasenblutmomente, aber das ist so der größte Punkt noch bei ihm. Weil ich meine, physisch müssen wir nicht drüber reden, das ist absolute Weltklasse. Ja, ist auch so. Aber trotzdem auch im Block gefühlt ein bisschen nachgelassen in der Blockdisziplin und sowas alles. Ein bisschen unruhiger da. Gucken wir mal, wie er jetzt die Playoffs weiterspielt. Für mich, ich hätte sogar akzeptiert, wenn er auf Platz 3 landet nach dieser Saison. Nach der Saison safe. Ja. Also ich meine, die Statistiken sprechen da Bände, muss man sagen. 9 Mann, also ne, erste Saison. Frixos Kotsakis. Supi legt schon wieder los, ey. Schöne Ding auf der Linie.
Aber da kommen wir doch zu der persönlichen Genugtuung von dir. Endlich haben sie es erkannt, du hast es letztes Jahr vielleicht ein bisschen auch aus Meme-Gründen gepredigt, weil da war der Case, dass Supi besser war als Schuttler, schon sehr, sehr klein. Du hast ihn trotzdem natürlich geritten als Bandwagon-Führer. Aber in der Saison finde ich es völlig in Ordnung zu sagen, dass Michal Zupalak, der über Phasen überragend war. Ich fand ihn nicht so konstant wie Mitch Ayi, weil er dann doch auch immer wieder Spiele hatte, wo dann immer so, ach, da hatte Supi mal keinen Bock. Und dann musste Marc ihn nochmal pieksen. Mensch, Supi, komm, hier, mach doch mal bitte. Ja, ja. Und dann ging's auch. Ich finde, in den Playoffs war er phasenweise auch brettstark. Jetzt hat er gerade im Halbfinale ein bisschen schwierige Phase, weil es auch mit seinem Team hier und da mal ein bisschen oder seinem Zuspieler und seiner Annahme ein bisschen schwierig aussieht. Ja, das ist, also ich finde es auch schwierig, wenn du ihn... Er hat auch so Statlines wie 13 aus 15 oder so dieses Jahr geschlagen, irgendwie gegen dann die unteren Teams vor allem. 19 aus 21, glaube ich, gemacht. Er hat absoluten Bounce-House-Rekord. Ja, also er war so klinisch unterfordert gegen Teams wie Karlsruhe, Bitterfeld oder sonst was. Das war schon fast eine Frechheit. Also nicht böse gemeint an alle Aufsteiger. Ihr habt die Liga wahnsinnig bereichert. Aber ein Supi, das war für den ein Cakewalk. War nicht euer Ding. Nee, das ist nicht sein Niveau. Nein. Er hat sich nicht mehr zusammengerissen, hat die Quoten geschlagen. Du merkst mir, wie ich hier rumeier. Ich glaube, mein Ranking ist komplett anders. Ich hätte es diese Saison komplett anders gemacht. Ich hätte auch Supi nicht auf die 1 gepackt und hätte jemand anders dahin geschmissen. Ach krass. Ja, ja. Gut. Einfach mehr dazu auf Instagram. Das werden wir diesmal auf jeden Fall wieder machen. Also check bouncehouse.tv auf jeden Fall ab. Mein Ranking entspricht auf jeden Fall auch nicht dem der Coaches, weil ich muss auch nochmal sagen... Auf eine Sache bin ich sauer. Warum taucht da kein Lüneburger Dia auf? Willst du mich verarschen oder was? Sorry, Muchlias raus aus dem 5-Trainer. Was habt ihr gesehen? Kaczynski hätte da drin sein müssen. Ich meine, fairerweise, die Coaches haben die Liste vor 4-5 Wochen abgegeben. Egal. Aber auch zu dem Zeitpunkt fand ich, hat Kaczynski mir schon mehr geliefert und jetzt vor allen Dingen hat er auch gezeigt, ich meine, in der Halbfinalserie war es, im ersten Spiel auf jeden Fall geisterkrank. So, also der gehört da vor Muchlias rein und selbst in Böhme, selbst wenn er keine gute Saison gespielt hat. Das kann nicht sein, dass die Trainer dieses, oh, gegen mich hat der gespielt und deswegen taucht kein Lüneburger Diagonaler in den Top 5 bei der Volleyball. Und Daniel Malescher hat natürlich das Adam Kowalski-Treatment bekommen als zweiter Diagonaler, auch teilweise verletzt gewesen. Ja. Nur auf Platz 8 ist er da nicht mit dabei, also die beiden Lüneburger noch auf den hinteren Plätzen und da haben wir es, unser Diagonal-Ranking, also wirklich sehr, sehr spannend mit Michal Zupalak, dem Ältesten der Top 5 mit Abstand mit 30 auf der Platz 1, das schmeckt. Ja. Hat er auch verdient, ich meine, er ist der Magier mit seiner Schlagkontrolle und seinen ganzen Offspeed-Schlägen und was er da alles aus dem Köcher zieht, deswegen finde ich es okay. Unser Ranking werdet ihr auf Instagram sehen und ein Ranking haben wir noch für euch nächste Woche und da wird es richtig knallen. 10 Außenangreifer, Alter, das wird heftig, das wird wirklich heftig. Und eine Sache noch zu den Diagonalen: Das Ranking wird nächste Saison so anders aussehen. Ja, komplett. Ja, also, ein paar sind nicht da, es wird wieder ein paar neue geben. Das ist das Schöne an der Liga, dass es jetzt super spannend ist. Und ich bin mal gespannt, ob da vielleicht sogar wirklich einer von den unteren aufschließt und da von den unteren Teams auch mal ein Diagonaler kommt, der da reinkommen kann, weil das eine Key-Position ist. Ne? Ihr könnt eure Top 5 natürlich auch jetzt gerne nochmal in den Kommentaren lassen. Würde uns sehr interessieren und auch nochmal ein Hinweis in eigener, aber auch in eurer Sache, denn es gibt ja noch ein letztes Mal for free Playoff-Action hier im Bounce House. Das erste Finalspiel aus Berlin, das steht ja schon fest, wird es tatsächlich am Montagabend geben, also am 15.04. Den bitte mal ganz fett markieren und dann haben wir hier einen richtig epischen Volleyballabend zusammen nochmal auf Twitch. Schöner Saisonabschluss, ja. Ja.